I believe so much in the mission of Beyond Meat. This plant-based meat is not only amazingly delicious, but it's also better for you and better for the planet. And now that I'm Beyond Meat's chief taste consultant, there's never been a better time to go beyond. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das Thema des heutigen Videos sind die Fleischersatzprodukte bzw. die Firmen, die versuchen, dieses Produkt oder diese Produkte in die breiten Massen zu bringen. Dabei werde ich folgende Fragen stellen. Was sind das überhaupt für Unternehmen? Was treibt sie an? Was ist deren Motivation? Was für Produkte bieten sie überhaupt an? Was ist deren Zielgruppe? Und was für Erfolgsquote haben sie bis heute? Haben sie überhaupt etwas erreicht mit deren Produkten? In diesem Video fokussiere ich mich speziell auf ein Unternehmen, nämlich Beyond Meat. Weil das einer der ersten und bekanntesten Unternehmen in diesem fleischfreien Bereich ist. Und da dieses Unternehmen an der Börse gelistet ist, sind sie dazu gezwungen, maximal transparent zu sein, was ihre Finanzzahlen angeht. Und so fällt für mich die Recherche viel einfacher, wenn ich das Unternehmen mit anderen Unternehmen vergleiche, über die es weitaus weniger Informationen gibt. Und jetzt bitte ich euch darum, ein Like zu setzen, das Video zu kommentieren, abonnieren, falls Abo noch nicht gesetzt ist, und wir starten mit dem Video. Beyond Meat wurde im Jahr 2009 von diesem netten Mann hier namens Ethan Brown gegründet. In den ersten Jahren seiner Existenz widmete sich das Unternehmen der Forschung, bis es im Jahr 2013 sein erstes Produkt, genannt Beyond Chicken, auf den Markt brachte. Im Laufe der Jahre folgten weitere Produkte, unter anderem der berühmt-berüchtigte Beyond Burger, der im Jahr 2016 auf den Regalen der Supermärkte auftauchte. By the way, irgendwo in dem Zeitraum habe ich meine erste Erfahrung mit dem künstlichen Fleisch gemacht. Den Hersteller, den kenne ich nicht mehr, aber das waren Chicken Strips. Diese habe ich vom Lidl geholt, habe mir diese zu Hause angebraten, gegessen, geigelt und mir sowas nie wieder gekauft. Aber dennoch expandierte der Markt für Fleischersatzprodukte immer weiter. Inzwischen hatte jede Supermarktkette diese Produkte in ihrem Sortiment. Den Supermarktketten folgten bald die Fastfoodketten. McDonald's, or you look at Subway or Dunkin' or KFC, these tests that we're involved in. Those are some of the largest names in food and we're partnering with them to bring our products to the consumer. So we're excited about where we are. Die Einnahmen von Beyond Meat stiegen jährlich um 250%. Die Entwicklung war in dem Sektor so dermaßen positiv, dass immer mehr Kapital war bereit, in diesen neuen Markt zu fließen. Und schließlich im Mai 2019 geht Beyond Meat an die Börse und erlebt einen der erfolgreichsten Börsengänge des Jahres. Die Aktie steigt am ersten Handelstag um 163%. Hört sich wie ein Märchen an, nicht wahr? Aber lasst uns hinter die Fassade gucken. Zuallererst müssen wir klären, wer die Zielgruppe von diesem neuartigen Unternehmen ist. Sind das etwa die Veganer? Manche denken ja, dass die veganen und vegetarischen Produkte vor allem an Veganern, Vegetarier gerichtet sind, aber sie sind vor allem an die Flexitarier gerichtet und auch an Fleischesser. Sie sagen, ich probiere es ja gerne mal aus, weil wir wollen ja den großen Markt haben, weil von 2-3% Veganern kann kein Discounter leben. Also ziehen diese Produkte darauf hin, den gesamten Fleischmarkt zu erobern bzw. zu ersetzen. Well, our mission is to completely replace animals in the food system by 2035. So, and you laugh, but we are absolutely serious about it. And I think it's doable, and I'll just say, better technology wins in the market. Ein sehr, sehr hoch gestecktes Ziel, finde ich. Wie begründet eigentlich das Unternehmen Beyond Meat den Mehrwert dieses neuen Produktes? Liefert das besseren Geschmack oder ist das gesünder als das konventionelle Fleisch? Warum sollte der Konsument auf das natürliche Fleisch verzichten und das Produkt von Beyond Meat konsumieren? Die Antwort gibt uns der Frühinvestor von Beyond Meat, der Herr Bill Gates. Make what's called artificial meat. And so you have people like Impossible or Beyond Meat, both of which I invested in. Is it healthier for you or just healthier for the atmosphere? It's slightly healthier for you in terms of less cholesterol. It's, of course, dramatic reduction in methane emissions. You know, animal cruelty, manure management, and the pressure that meat consumption puts on land use. Also es geht anscheinend nicht darum, dass der Konsument ein besseres Produkt bekommt, sondern es geht eher darum, etwas zu lösen, was der Herr Bill Gates als ein Problem definiert. Das Klimaziel, als einziges Ziel wohl bemerkt, steht übrigens auch auf der Wikipedia-Seite von Beyond Meat.
Die Marketingstrategie besteht darin, dir ein schlechtes Gewissen einzureden. Hierfür werden tonnenweise Stars angeheuert, die dir erklären, wie du zu einem besseren Mensch mutierst, wenn du die Produkte von Beyond Meat konsumierst. Stell dir einmal den Steve Jobs auf seiner jährlichen Präsentation vor. Würde er dir nicht über die nützliche Funktion von seinem neuen Gadget erzählen, sondern wie die Welt zusammenbricht, wenn du sein Produkt nicht kaufst? Hätten die Apple-Produkte genauso viel Erfolg, wie sie heutzutage noch haben? Denn genau das tut Ethan Brown, der anstatt zu seinen Kunden zu sprechen, zu den Bürokraten auf einer UN-Klimaveranstaltung spricht, wie man gemeinsam die Welt rettet, um voraussichtlich noch mehr Subventionen von jenen Bürokraten zu bekommen. Und das haben sie zurzeit bitter nötig. So basically the market for these products is declining. A lot of people tried them when they first came out. They were really excited about them. And now people are moving away. A lot of people try the products once or maybe even twice, but they just don't stick with it. It just does not stay as part of their normal routine. The people that eat the most of this stuff are vegans and vegetarians who were very much not the target. Da sieht man an den Einnahmen des Unternehmens, die seit 2021 konstant schrumpfen, wobei man sagen muss, dass das Unternehmen noch nie in ihrer Geschichte profitabel war. Wie dramatisch die Lage ist, sieht man besonders an dem Aktienkurs des Unternehmens, der um 90% zu den Höchstständen absackte. Also scheinen so einige Investoren ihr Geld verloren zu haben. Aber warum nimmt der Kunde das Produkt nicht an? Ist es wirklich so schlecht? In Augen von Beyond Meat CEO ist das Fleisch nichts anderes als das hier. And meat is really five things. It's amino acids, it's lipids, it's trace minerals, it's trace vitamins, and it's water. Just like our bodies, and it's no coincidence. What we're doing is assembling each of those pieces in the architecture of animal protein. And so I think it's equally valid. You can say, yes, meat comes from a chicken, cow, or pig, or you can say meat are these five things and they present in this fashion. I think both are decent definitions of what meat is. Und das Fleisch nachzumachen, macht das hier. Let's see what's inside Beyond Meat. It starts with water, pea protein, canola oil, refined coconut oil, rice protein, dried yeast, cocoa butter, methyl cellulose, which is a thickener and emulsifier, potato starch, apple extract, potassium chloride, salt, vinegar, concentrated lemon juice, beet juice extract, pomegranate extract, sunflower lecithin, and vitamins and minerals, most likely synthetic vitamins and minerals. Tut mir leid, aber diese Zutaten hören sich gar nicht nach Fleisch an. Und mehr noch, die hören sich nicht mal nach Pflanzen an. Also, was haben wir denn genau hier? Einerseits isolierte Reis, Erbsen oder gar Sojaproteine, was sich schon mal nicht so geil anhört. Dann jede Menge pflanzliche Öle, die nicht nur furchtbar schmecken, sondern auch höchst oxidativ, das heißt toxisch sind. Damit dieser Frankenstein nicht komplett zerfällt, braucht man diese Substanz hier. Darunter auch Methylcellulose. Das Verdickungsmittel sorgt für eine fleischähnliche Struktur. Dieser Zusatz wird aber auch bei der Herstellung von Baustoffen und Tapetenkleister eingesetzt. Methylcellulose, das ist ein zugelassener Zusatzstoff. Das heißt, die Akuttoxizität, die ist da nicht vorhanden. Man weiß natürlich aus den Tierversuchen nicht, was passiert, wenn ich solche Produkte 20, 30, 40 Jahre esse. Weil diese Daten gibt es einfach nicht. Was es in Tierversuchen gibt, sind Hinweise darauf, dass diese Methylcellulose die Darmschleimhaut schädigt. Das kann dann zu Entzündungsprozessen führen, das kann zu Autoimmunerkrankungen führen, möglicherweise zu chronischen Entzündungen. Aber ob das im Menschen auch so ist, das wissen wir heute noch nicht. Genau das Gleiche gilt auch für die Substanz namens Leckhämoglobin, die dafür verwendet wird, um den Fake Patty bluten zu lassen und dem einen metallischen, sprich blutigen Geschmack zu verleihen. Für den Zweck haben sie an der Soja genetisch so lange rumgeschraubt, bis die Soja aus der Verzweiflung anfing zu bluten. Aber damit eine Sache klar ist, das Soja-Leckhämoglobin, hier gezeigt, ist gänzlich was anderes als Hämoglobin, was in unserem Körper vorkommt oder im Körper einer Kuh. Und was das in unserem Körper anrichtet, weiß niemand. Thing with Impossible Burgers, so the primary ingredient is called soy leg hemoglobin or SLH. So this is a bioengineered protein additive that adds meat-like taste and color. It does not meet the basic FDA generally recognized as safe, the grass designation, because it's not a food or even a food ingredient. Aber was ist mit dem Preis? Vielleicht sind diese künstlichen Imitate viel günstiger als das eigentliche Fleisch und somit hat man zumindest
einen Pro-Argument für diese neuartigen Produkte. Bleiben wir bei der Mortadella. In Geschmack und Aussehen ist bei Veggie und Fleisch fast kein Unterschied. Im Preis jedoch schon. Das Wurstprodukt kostet für 100 Gramm unter einem Euro. Für Veggie zahlt der Verbraucher um die 1,69. Auch noch deutlich teurer. Aber vielleicht zieht dieser letzte Argument hier. Aber wenn dir diese Chemie vielleicht nicht schmeckt oder nicht gut tut, solltest du das vielleicht doch essen, damit wir zusammen unsere Erde retten, damit es nicht zu einem Weltuntergang kommt. Nein, auch das solltest du bitte nicht tun. Aber dann sagst du, dieser Wasserverbrauch, diese wahnsinnige 15.000 Liter pro Kilo Fleisch, was ist damit? Ja, wenn wir das mal so als Wiese hinnehmen, es wird die komplette Wiese, auf der die Kuh steht, wird quasi als Wasserverbraucher gezählt, weil der Regen ja fällt, fällt auf die Wiese, geht dann natürlich ins Grundwasser oder in die Pflanzen und das wird dann mit dazu gezählt. Was natürlich völlig absurd ist, weil es ist im Endeffekt völlig egal, ob die Kuh auf dieser Wiese steht oder ob sie dort nicht steht. Und wenn wir das Regenwasser abziehen, was 93% des Wasserverbrauchs ausmacht, dann stellen wir fest, dass die Kühe pro Kilo Fleisch weniger Wasser verbrauchen, als es zum Beispiel die Nüsse tun. Und wenn man jetzt Nüsse mit der Kuh vergleicht, die Nüsse scheiden keinesfalls Wasser aus. Und dann gibt es dort noch einen weiteren Mythos, dass die Kühe furzen und damit die Ozeane zum Kochen bringen. Was absolut absurd klingt und absolut absurd ist. Aber angenommen, das würde stimmen. Es würde alles stimmen, was uns die Fleischgegner sagen. Was würden wir dann mit solchen Ländern wie Indien machen, wo 30% aller Kühe leben, die nicht mal gegessen werden? Wir werden töten. Sie alle. If you could snap your fingers and just vaporize that industry, which I would do in a heartbeat if I could. Und wer denkt, dass das nur eine rein dystopische Vorstellung ist, da widerspreche ich, denn in Irland im Jahr 2023 mussten die Farmer 200.000 Kühe abschlachten, damit das Land ihre Klimaziele einhält. Es ist ein satanistischer Kult in meinen Augen. Nichts anderes ist es. Ich sag nicht, ich mag kein Fleisch, sondern ich esse kein Fleisch aufgrund der Tierhaltung und aufgrund der Umweltaspekte, die dahinter stecken. Ich möchte ja einen vernünftigen Planeten hinterlassen und keinen Planeten, wo man nicht mehr später drauf leben kann. Was ich persönlich sehe, dass die Menschen weiterhin Fleisch essen möchten. Allerdings, sie haben ein schlechtes Gewissen, weil denen dieses schlechtes Gewissen eingeredet wurde. Ich sehe darin sehr starke sozialistische Züge. Denn die Grundidee des Sozialismus ist, dass du freiwillig im Namen der Gesellschaft oder irgendwelchen höheren Zielen immer zurückstecken musst. Aber das Lustige bzw. Traurige dabei ist, dass sowohl du als auch die ganze Gesellschaft dabei immer verliert. Gewinnen tun am Ende die Eliten, die dir übrigens das schlechte Gewissen machen. Allein und einzig dafür, um die Ressourcen umzuverteilen. Und zwar aus deiner Tasche in ihre Tasche. Der beste Beispiel dafür ist der CO2-Steuer, wo sie das Geld von der Gesellschaft in Form von CO2-Steuer abzapfen. Also sei bitte auf der Hut, wenn jemand versucht, dir ein schlechtes Gewissen einzureden. Besonders wenn es ein Politiker ist oder ein Geschäftsmann. Solche Geschäftsmann wie der CEO von Beyond Meat. Dem ich übrigens nichts Gutes für die Zukunft wünsche und auch seinen Investoren übrigens nicht. Dir aber dafür wünsche ich alles Gute. Iss mehr Fleisch, geh in die Sonne, mach Sport, genieß das Leben. Bleib positiv und alles wird gut. Hiermit möchte ich mich bedanken für das Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche am Samstag wieder. Ciao.